Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu Let's Play Clash of Clans für Android und iOS. Hier ist wieder Fred für euch von Mobile Fanboy. Und ich hatte eben gerade schon beantwortet, wann das nächste Let's Play kommt. Moment, wait, in 2 Stunden ungefähr jetzt. Von dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, das bringt euch natürlich jetzt nicht viel, wenn ich euch das sage. Weil es ja schon draußen ist, wenn ihr das hier seht. Ja, wir sammeln mal eben noch kurz das Geld ein und ich kann euch sagen, ich habe angefangen mit dem Bau eines verborgenen Teslas, wird aber allerdings noch etwas dauern, deswegen habe ich den jetzt mal nach außen gepackt. Der soll hinter hier hin. Und wir haben jetzt noch Bauarbeiter frei, das heißt, wir machen erstmal den Stamm weg. Das dauert ja nur eine halbe Minute, was kann ich euch sonst noch sagen? Wir wollen gleich angreifen. Ich möchte mir nämlich ganz gerne meine Kaserne nochmal upgraden, damit ich einen Drachen bauen kann. Kostet allerdings 1,5 Millionen. Alter, das dauert 4 Tage. Dann kann ich 4 Tage lang keine Heiler bauen und so weiter. Oh Mann. Da muss ich am besten die Kaserne erstmal auch noch upgraden. Ja, wobei, dann kann ich nur keine Heiler und keine Magier bauen. Der Rest ginge ja noch. Das ist noch verkraftbar, finde ich. Okay. Könnte ich noch mit leben. Aber von daher, das ist dann das nächste, was wir angehen wollen. Aber jetzt erstmal kann ich noch hier ein bisschen die Mauern upgraden. Die kosten ja alle 30.000. Dann haben wir sie zumindest alle schon mal auf diesem, was ist es, Level 5? Das ist dann schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, das ist noch nicht perfekt. Müsste ich dann alles noch auf Level 6 machen, wenn das Geld da ist. Ich brauche jetzt erstmal nämlich kein Gold mehr. Für das nächste Bauprojekt, das ist ja wie gesagt die Kaserne. Da brauche ich erstmal nichts mehr für. Vielleicht dann nochmal Schritt für Schritt die Kanonen ausbauen und die Magiertürme und so weiter und so fort. Und ich hoffe mal, es wird noch reichen hier für unseren kleinen Ausbau. Es wird auf jeden Fall knapp. Nee, es reicht nicht ganz. Uns fehlen noch 6.000, aber egal. Soll uns jetzt egal sein. Was haben wir sonst noch so? Ansonsten alles soweit voll in den Lagern. Oder? Nee, das Lager ist ja noch gar nicht voll. Da ist ja noch Platz. Wie viel Platz ist da noch? 10 Platz haben wir noch. Oh. Ich sehe schon, ich habe einige Riesen. Komm, einen machen wir noch. Und hier oben bauen wir dann noch. Ne, wir bauen noch ein paar von den Kobolden, würde ich sagen. Wir bauen noch ein paar von den Kobolden. Ich weiß, es ist immer umständlich, das machen mit dem Wechseln zwischen den Kasernen, aber das habe ich mir jetzt nur einmal so angewöhnt. Von daher kann ich jetzt. Ich weiß, ich könnte hier auch klicken, aber naja, ich habe es mir so angewöhnt. Und wir wollen ja auch noch was vorproduzieren für die. Für gleich, also quasi für meinen nächsten Angriff. Moment. Da produzieren wir schon mal ein paar Riesen vor. Produzieren hier schon mal einen Heiler vor. Ein paar Mauerbrecher. Die können ja auch nicht schaden. Und noch ein paar Riesen hinterher. Und dann müsste es ja gleich eigentlich auch fertig sein. Ansonsten, was haben wir in unserer Clanburg drin? Da haben wir drin. Oh, 5 von den Kobold Level 5. 5 mal Kobold Level 2. 5 mal Bogenschütze Level 3. Und einen Riesen. Was gibt es jetzt hier noch so in dem Chat? Ja, ich kann jetzt gerade leider keine Truppen schicken. Wir wollen ja noch welche haben für unsere Aufnahme. Deswegen eine Minute müssen wir jetzt noch warten. Gibt es noch irgendwo was, was man hier noch abbauen kann? Doch hier, klar. Den Stamm. Wir werden wahrscheinlich auch noch wieder ein paar Juwelen finden, hoffentlich. Damit wir da. Ah, ich habe gesehen, die nächste Bauhütte kostet 1000 Juwelen. Das ist so weit weg. Das werde ich niemals kriegen. Also. Naja. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht kriegen wir irgendwann diese Juwelen, aber ich denke mal erstmal nicht. Ja, und ansonsten, wo soll doch ein Tesla hin? Hier oben, wo die Bauhütte ist, soll auch noch ein Tesla hin. Und ansonsten, ja, mal gucken, ne, was da sich noch so ergibt. So, da waren schon mal 2 Juwelen drunter unter dem Baumstamm. Und wir warten jetzt noch die letzten 20 Sekunden mal eben, bis dann der Riese fertig ist. Dann können wir auch schon loslegen, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ich werde wieder das überspringen, was die Gegnersuche anbetrifft. Und was haben wir hier denn noch? Luftabwehr Level 2. Die wird aber auch 3 Tage kosten zum Upgraden. Wir haben auch irgendwo noch eine Luftabwehr hier oben. 90.000. Dauert einen Tag. Okay, Geld habe ich ja, wie gesagt, momentan nicht so viel. Das wird sich aber noch ändern. So, wir können endlich loslegen. Wie gesagt, ich werde die Gegnersuche überspringen, bis ich etwas Passendes gefunden habe. Bis gleich. Tschüssi. Ja, hier haben wir noch ein potenzielles Opfer gefunden. Ich versuche es einfach mal. Ich weiß nicht, ob er zu stark ist oder nicht. Aber probieren geht über studieren, würde ich einfach mal sagen. Und deswegen gehen wir mal rein und probieren es einfach mal. Ich versuche jetzt einfach mal erstmal seine beiden Minenwerfer möglichst wegzubashen. So, jetzt schicken wir mal
ein paar von unseren Riesen vor, lassen den Minenwerfer feuern, alles klar. Schicken zwei davon hinterher, auf dieser Seite das gleiche Spiel. Ich hoffe mal, das klappt auch. So, der ist schon mal... Ja, der ist noch nicht ganz kaputt. Dann noch ein... Nein, nicht abbrechen. So, einen davon hinterher. Hier, die Luftabwehr muss natürlich auch noch weg. Wenn die weg ist, dann kann ich da nämlich noch einen Heiler hinterher schicken. Und wenn wir den Heiler weg haben, dann können wir endlich noch... Oh, mal gucken. Der Heiler lebt auf jeden Fall noch. Komm, hau ihn weg, genau. Hauen wir nämlich hier noch ein paar hinterher. Bauen jetzt hier schon mal unsere Bogenschützen auf. Die können dann auch noch was noch umreißen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir wenigstens ein bisschen was snacken können. Oder ob das jetzt ein total verlorener Angriff ist. Das sieht nämlich momentan gar nicht mal so gut aus. Ich versuche aber hier unten jetzt noch so ein paar von meinen Kobolden abzusetzen. Und dann wollen wir einfach mal schauen. Ja, sieht nee, gerade nicht ganz so gut aus, würde ich das mal sagen. Aber, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, das ist immer echt ein Bug noch. Ja, die Kobolde machen sich jetzt zumindest schon mal ein bisschen dran zu schaffen. Ah, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Am Anfang dachte ich, ich kriege auf den Sack, aber mittlerweile... Ja, diese Magiertürme sind natürlich übel, das muss ich zugeben. Aber wir haben auch noch genug Truppen eigentlich. Ja, komm, mach das Goldlager bitte noch leer, kleiner Kobold. Ah, er ist kaputt jetzt. Ich hoffe, das sieht man auch alles gescheit hier. Ich werde das Bild ja immer ein bisschen kleiner machen. Aufgrund der Auflösung. So, und ja, da kommen die Riesen schon an. Ja, sein Rathaus ist jetzt gleich Fratze. Allerdings ist sein Bogenschützturm auch Fratze. Ich könnte es sogar schaffen. Ich könnte es sogar schaffen. Es wird knapp. Ja, das ist natürlich... wieder so klar, dass dieser blöde Heiler jetzt die Barbaren schützt. Warum auch immer. Warum auch immer. Aber das ist echt ein guter Angriff. Das muss ich schon sagen. Dafür, dass es jetzt wirklich live hier gezeigt wird und ich jetzt nicht so großartig rausgesucht habe nach einem Gegner, war das eigentlich ein echt guter Angriff. Das müsste doch auch eigentlich reichen für 100%, wenn die jetzt nicht mal beeilen würden da vorne. Weil die sind da wieder so blöd und hauen auf die falschen Wände drauf. Naja. Kann man nichts machen. Ah, jetzt... Oh, jetzt wird's aber knapp. Jetzt wird's knapp. Endspurt. Ja, jetzt noch das Clan-Gebäude. 6. Oh, fertig. 100%. Ja, das war mal ein geiler Angriff. 187.000 Gold. 142.000 Elixier. 21 Trophäen. Ja, Ike Martin 95. Herzlichen Dank dafür. Das kann man auch wirklich mal 1:1 so schön hochladen und dann... Ja, haben wir jetzt 829.000 Elixier. Reicht noch leider nicht, aber wir können mal eben noch schnell unsere letzte Mauer hier upgraden. Für 30.000, zack, haben wir jetzt alle auf Level 5. 181.000 Gold haben wir noch übrig. Ist okay. Jetzt kann ich hier noch ein paar Leute ausbilden, um die euch zu schicken. Das mache ich immer in Sackkasernen hier. Dann nehme ich immer so ein paar Leute, bilde die aus und gebe die dann weiter. Ist ja auch nicht verkehrt. Und ja, was liegt als nächstes an? Ich weiß es noch gar nicht genau. Vielleicht könnten wir ihn auch noch upgraden für 20.000. 4 Stunden. Ah, komm, das machen wir erstmal, glaube ich. Dann ist es heute Abend fertig. Das würde ja passen. Wir bauen hier auf jeden Fall... Zwei Heiler sind auf jeden Fall gut. Aber wieso kann ich denn jetzt hier keinen mehr bauen? Ach, weil die Kapazität in der Kaserne voll ist. Also deswegen, Moment. Jetzt kommen wir noch einen. Ja, ich nehme meistens, wenn es geht, sogar zwei Heiler mit. Einfach aus dem Grund, weil man dann von zwei Seiten angreifen kann und von da deswegen dann natürlich auch leichter in das Lager reinkommt. Das gerade war schon eher eins der Lager, die ich sonst nicht so gerne angreife, einfach aus dem Grund, weil er doch schon sehr verschachtelt sein Lager gebaut hat. Normalerweise sind ja die einfachsten Lager immer die, wo es immer einfach schön einfach ein Viereck oder Rechteck ist und in der Mitte alles steht. Und ja, deswegen, Moment, wir können hier noch eben... Ich nehme auch oftmals mittlerweile zwei... Oh, wir haben neue Sachen gekriegt. Oftmals nehme ich zwei von den Blitzzaubern momentan, weil das ganz gut ist, falls der Gegner zwei oder... Ja, bei einem Minenwerfer ist natürlich perfekt, dann kann man den sofort platt machen. Bei zweien, habt das ja gerade gesehen, wenn der noch nicht so ganz hoch abgegradet ist, kann man ihn so halb bis dreiviertel wegmachen. Das erleichtert die Arbeit auf jeden Fall um einiges, vor allem wenn man dann seine Fußtruppen... wie die Barbaren zum Beispiel hinterher schickt,
Wenn die nämlich auf einer Stelle stehen und dann vom Minenwerfer getroffen werden, dann kann das schon mal ein bisschen ins Auge gehen. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Auf jeden Fall danke fürs Zugucken und wir werden uns dann wahrscheinlich morgen wiedersehen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Dankeschön, tschüssi.